Ich habe kein Geld mehr. Ja, dann zeige ich dir mal, wie man ohne Arbeit Geld verdient. Wie man sein Hobby zum Beruf macht. Jetzt können wir richtig auf den Putz hauen. Ich kann es aber trotzdem nicht fassen, dass ich mich bis nie bezahlen lassen habe. Ich mach das zwar sonst nicht, aber ihn würde ich gerne in die Hand schütteln. Danke. Ja, doch nicht ihn. Ich meine ihren Bruder. Ich will doch einfach nur ein kleines, süßes Baby. Dann kann ich einen geeigneten Spender für Sie finden. Das ist keine Möhre. Nein. Der kleine Kerl hat da unten ganz schön was angerichtet. Können Sie sich bitte mal normal ausdrücken? Was heißt das? Sie können noch ficken. Aber das Tier hat sie sterilisiert. Das heißt, ich kann keine Kinder mehr kriegen? Scheiße, ey, was mache ich denn jetzt, hä? Ich meine, so ein Leben ohne Kinder, das ist doch scheiße. So toll sind Kinder auch nicht. Quengeln die ganze Zeit, heulen, haben immer nur Hunger und scheißen sich dann ein. Und wenn dir dann einer sagt, aber ein Kinderlächeln macht alles wieder gut, dann hat er entweder keine Kinder oder ist nie zu Hause. Es muss doch möglich sein, mein eigenes Sperma zurückzuhaben. Nein! Das heißt, es wurde schon verwendet? Ich hab's geschafft. Dein Baby. Die Frau da wird die Mutter meines Kindes. Ja. Ja, wie soll man an die rankommen, hä? Sag mal, moderiert die immer so? Das ist doch gefährlich fürs Kind, oder? Alles okay? Kann man nicht mal in Ruhe kotzen? Ich bin schwanger. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht, wie es reingekommen ist, kommt es nicht wieder raus. Ich habe richtig Angst, keine gute Mutter zu sein. Du wirst eine gute Mutter sein. Hörst du mich, Peggy Shakira? Horst. Wer heißt Horst? Peggy Shakira. Der Typ, der schleicht sich in unser Leben. Was hat denn er hier zu suchen? Thorsten! Eine Familie entsteht durch Liebe. Bock auf Ficken? Wir brauchen die Eierlikör dringend.